Die SOEX Textilvermarktungsgesellschaft betreibt im PD Chemiepark im Ortsteil Wolfen ein Sortierwerk. Landrat Uwe Schulze besuchte das Unternehmen kürzlich im Rahmen seiner turnusmäßigen Firmenbesuche. Im Zentrum der SOEX Group steht das Werk in Wolfen, das weltweit das modernste seiner Art ist. Wir haben hier am Standort an die 650 Mitarbeiter in unserem Sortierbetrieb und wir haben einen weiteren Betrieb hier in Werk Wolfen, das ist der Recyclingbetrieb, der 25 Mitarbeiter hat. Wir haben den Leitgedanken Rewear, Reuse, Recycle. Rewear heißt, wir nehmen die Alttextilien, tun die in unterschiedliche Artikelgruppen sortieren, in Qualitätsstufen sortieren und führen die dem Wiedertragen zu. Seit über 25 Jahren gibt die Firma Alttextilien ein zweites Leben, indem es sie nicht als Abfall betrachtet, sondern als hochwertiges Recyclingprodukt. Als Ausgangsmaterial für etwas grundsätzlich Neues. Uwe Schulze wurde durch die gesamte Produktionsreihe geführt. Unsere Tochtergesellschaft, die IFEBA, sammelt im Namen und zusammen im Roten Kreuz die Textilien vor Ort in ihren Gemeinden. Die werden dann bei uns zugeführt. Wir bekommen über 300 Tonnen täglich. Hier werden sie sortiert und entweder dem Recycling zugeführt oder dem Wiedertragen. Das geht sowohl in die Secondhand-Läden oder auch in fernere Länder, wo wir dann mit internationalen Partnern wieder die Ware umschlagen. Nähereien zuführen in Afrika, wo das wieder auf noch modischere Schnitte gebracht wird. Und so ist der ganze Kreislauf, bewegt sich sozusagen von der Sammlung bis zum Kunden wieder. Ziel ist es, natürliche Ressourcen zu schonen. Gemeinsam mit dem Hauptvertragspartner DRK sammelt das Unternehmen rund 13% aller Alttextilien Deutschlands. Dazu stehen im gesamten Bundesgebiet rund 25.000 Container bereit. SOEX hat Standorte in 14 Ländern und 2.500 Mitarbeiter. Seit 1998 existiert der Standort in Wolfen.